I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Hare Krishna. I wish you a Hare Krishna. I wish you a Hare Krishna and a Happy New Year. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ich lese eine kleine Passage aus diesem schönen Buch. Achtung, wo mache ich das? Hier. So, verteilt Bücher, verteilt Bücher, verteilt Bücher. Eine Geschichte der Buchverteilung der ISKCON. Und wir sind hier ungefähr stehen geblieben. Ja, hier sehe ich es. Die jungen Männer und Frauen, die in Amerika begannen, Bücher zu verteilen, hatten Srila Prabhupada bereits gesehen und ihm zugehört. Und sie hatten auch seine Bücher schon gelesen. Sie wussten, dass er sie von einem höllischen Leben errettet hatte, indem er ihnen Krishna-Bewusstsein gab. Und so wollten sie sich für sein Anliegen einsetzen, denn sie verstanden, dass es Krishnas Anliegen war. Srila Prabhupada hatte in ihnen den Wunsch wachgerufen, Gott geweihte zu sein, zu chanten und über Krishna zu hören. Und je mehr sie über die Eigenschaften eines Gottgeweihten lernten, desto mehr wurde ihnen klar, dass ein fortgeschrittener Gottgeweihter gleichzeitig ein Prediger war. Sie wollten Prabhupada nachfolgen und ebenfalls das Krishna-Bewusstsein an andere weitergeben. Dieses Predigen durch das Verteilen seiner Bücher war Ekstase, und ihr Glück war spirituell. Hier halten wir dann mal inne und lesen da das nächste Mal weiter. Und ja, es sind wieder viele Devotis diese letzte Marathonwoche herausgegangen. Aber wir wollen diesmal erfahren, am ersten Weihnachtstag, wie denn die gesamte Prabhupada-Marathon-Liste aussieht, weil Marathon, wie wir hören, das ist eine längere Strecke. Das ist nicht nur der 100 Meter oder 400 Meter Lauf. Das wäre dann, wenn man eine Woche Bücher verteilt oder einen Tag Bücher verteilt, das wäre so der 100 Meter Lauf. Und 400 Meter, das ist dann so mit einer Woche verglichen. Aber der Prabhupada-Marathon, das sind so die 42 Kilometer der Sankirtan-Bewegung. Und auch wir wissen, das Wetter im Dezembermonat ist nicht immer angenehm. Trotzdem haben die Devotis auch schon in den 1970er Jahren, als sie mit der Buchverteilung begannen, gemerkt, dass die Menschen tatsächlich im Dezembermonat, zumindest in der westlichen Welt, irgendwie doch noch ein Quäntchen Frömmigkeit in sich tragen und ihre Bereitschaft, sich mit spirituellen Angelegenheiten zu beschäftigen, doch etwas größer ist. Und so stellte sich schon damals heraus, dass ja, die Leute da geneigter waren, ach ja, dann nehme ich diese Bücher doch mal mit. Und ja, warum nicht? Dann lege ich doch mal eins oder zwei unter dem Tannenbaum. Und so entstand dann der Prabhupada-Marathon, wo die Devotis merkten, hey, hier kann man ja sogar doppelt so viel und ja vielleicht sogar viermal so viele Bücher verteilen wie in gewöhnlichen Monaten. Und dann haben die Devotis gesagt, na, wenn das so ist, dann fokussieren wir uns auch ganz besonders auf diesen Monat. Da wird dann auch schon wochenlang davor drauf zugearbeitet. Ich kann mich erinnern, dass ich auch damals, sagen wir mal so vor 25 Jahren, da auch voll mit eingestiegen bin. Also im wahrsten Sinne des Wortes, du steigst dann in so einen Sankirtan-Van ein, so nennt man sie. Das sind so umgebaute
zu Wohnmobilen, ist so eine Mischung aus Wohnmobil und Lieferwagen. Und der ist dann wirklich voll mit Büchern. Und die sind auch schon so aufgestapelt, dass du sie nur so rausnehmen brauchst, den Stapel, und dann sind die schon so sortiert. Du hast also so und so viele Bhagavad Gitas in einem Stapel, so und so viele Schönheit des Selbst. Das wurde alles vorbereitet. Wir haben also die Bücher so wie Schichten, so in langen Schichten hingelegt, und dann entstanden ganz natürlich irgendwann diese Stapel, die man sich dann so rausnehmen konnte. Die Köche wissen, wovon ich spreche. Wenn man so eine Torte macht mit Schichten, dann macht man nachher, schiebt man da so ein Tortenstück raus und wundert sich, ah, so sieht jetzt die Torte aus. So, und das wurde also wochenlang vorher vorbereitet. Da wurden Brote gebacken in großen Mengen, damit auch die Devotis für eine Woche lang genug Brote hatten und also unterwegs sein konnten und trotzdem sich prasada-mäßig gut ernähren und versorgen konnten. Ja, und man ist auch gerne lange rausgegangen, weil ja, die Leute waren immer von morgens bis abends gerne bereit, da auch Bücher mitzunehmen. Und so kann man also im wahrsten Sinne des Wortes von einem Marathon sprechen. Ja, lass uns doch mal schauen. Martina, du zu ergänzen, damit man eine Vorstellung davon bekommt, das sind ungefähr 230 Männer gewesen zu der Zeit und 140 Frauen, die eben mit diesen Broten versorgt worden sind, sozusagen, und die in diesen Vans rausgefahren sind, um Bücher zu verteilen. Wow. Und das ungefähr immer 1000 bis 1400 Bücher in einem Auto. Ja, also die Bremsen mussten auch gut geprüft worden sein. Einmal rissen da die Bremsen und dann ist so ein Sankirtan-Van in ein anderes Auto reingefahren. Das war nicht so schön. Also es ist auch, war auch immer mit Kollateralschaden verbunden. Da blieben immer so ein paar ein paar Tanks auf Englisch, ein paar Panzer blieben da irgendwo in der Walachei stecken. Also es war eine spirituelle, militärische, natürlich ganz und gar positive, heilende, heilvolle Stimmung, aber es hatte doch einen militärischen Charakter. Ja, also Martina, du, ich weiß nicht, du hast auch auf diesen This Month-Button gedrückt. Sehr gut. Also das ist tatsächlich hier dieser Monat. Ja. Und ich fange einfach mal an. 73 Devotis, das ist doch schon eine Zahl, die uns beeindruckt. 73 Devotis haben sich bereit erklärt, auch auf dieser Liste zu stehen mit ihrem Ergebnis, sei das Ergebnis klein oder groß. Und da haben wir eben die Transzendentale, Rote Laterne. Das ist der Jai Nithai Das aus Berlin. Er hat ein Büchlein verteilt und einen Punkt mit nach Hause gebracht. Hallo. Krishna. Auf Platz 72 ist Analaka Shita Devidasi mit zwei Büchern und einem Buchpunkt von Golokada Abenteuer. Haribo. Haribo. Wir wurden vorgestern zu einem Gita Jayanti Fest eingeladen. Die haben einfach gesagt, Gita Jayanti fand im Dezember statt. Wir nehmen es auf den Tag nicht so genau. Und das war eine große Gruppe von indischen Angestellten, die in Wolfsburg im VW-Betrieb und darum herum so Softwareentwickler und alles Mögliche. Das ist eine Gemeinde, die besteht aus 70, also da kommen, wenn alle da sind, so 70, 80 Leute zusammen. Und da sind wir dann hingekommen. Und der Leiter, habe ich ihn dann gefragt, worüber sollen wir dann sprechen? Und dann sagte er, das Thema ist, die Botschaft der Bhagavad Gita
für die Jugend. Und dann haben sie ihre ganzen Kinder mitgebracht. Und dann sollten wir den Kindern da mal so halbe Stunde lang mal den Kopf waschen. Und am Ende haben sie dann von uns noch zwei Bhagavad Gitas von Srila Prabhupada geschenkt bekommen, so als Geschenk. Die hatten uns dann auch beschenkt mit Blumen. Die sind extra gekommen und haben uns abgeholt, 200 Kilometer, und wieder zurückgebracht. Ja, also das war gestern so, vorgestern unsere Gelegenheit, da nochmal Bücher rauszugeben. Die lesen tatsächlich jede Woche aus der Bhagavad Gita zusammen, aber nehmen es mit der Ausgabe nicht so genau. Also dann kommt mal diese Bhagavad Gita und dann wird mal eine andere Bhagavad Gita gelesen. Und da habe ich mich dann auch im Auto mit den Leitern unterhalten, habe gesagt, ihr solltet euch auf eine festlegen. Und wenn ich euch da etwas empfehlen darf, dann ist das die von Srila Prabhupada. Und das, denke ich, geht jetzt auch langsam mehr und mehr in diese Richtung. Super, ja, ganz wichtig. Nochmal einen kurzen Statement zu machen zu dem Alter der Bhagavad Gita. Das haben wir in Indien jetzt rausgefunden, weil wir Gita Jayanti in Indien zelebriert haben. Es war der 5126. Erscheinungstag der Bhagavad Gita. Wow. Punkten. Hare Bol. Hare Krishna. Ja, ja, und Azad, vielleicht kannst du uns sagen, was im gesamten deutschsprachigen Raum hier dann so... Es trifft wieder mich. Ein Programmierer kann im Kopf gar nichts mehr rechnen, übrigens. Naja, ich probiere es mal. Ich bin so froh, also, dass es getroffen hat. Genau, im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und die Schweiz, haben wir knapp 5000 Small-Bücher. Wir haben knapp 4000 Medium-Bücher. Wir haben über 3000 Big-Bücher. Wir haben 4400 knapp Maha-Bücher, 26 Srimad Bhagavatam-Sets. Wow. Und jetzt muss ich mal gucken, gute 15.000 Bücher wurden rausgegeben. Wow, fantastisch. Also da legt doch noch mal ein Tausender drauf. Genau. Okay, ein Tausender für Paramshir lege ich gerne drauf. 16.000, genau, die magische Zahl, 16.000 Bücher. Und wir haben hier Punkte 20, 12.000, ja, 36.000 Buchpunkten. Oh. Hare Krishna. Die Deutschen hätten da einfach da so zwei kleine Büchlein noch verteilen brauchen, dann hätten sie 20.000 Punkte. Ich weiß noch zu sagen, ich habe 5 Bücher, oder waren es 6, verteilt und 3 CDs. Toll, toll. Fantastisch. Sehr schön. Müssen wir irgendwie auf die Liste bekommen, Chichaki. Was denn? Ja, noch mal. Wir müssen die irgendwie auf die Liste bekommen. Da können wir uns ja nachher mal nochmal drüber unterhalten, wie wir die auf die Liste mal kriegen. Prima. Dann würde ich sagen, doch, das ist ja auch inspirierend. Srila Prabhupads transzendentale Buchverteilung. Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Weihnachtsausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns immer montags, mittwochs, freitags und sonntags, und heute ist der erste Weihnachtstag, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam zu studieren. Neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, sind das unsere wichtigsten Bücher im Krishna-Bewusstsein. Und alle diese
Bücher wurden übersetzt und erläutert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und heute wollen wir uns neben Lord Jesus Christ, neben Jesus Christus auch mit zwei Mahajanas, so nennen wir sie, beschäftigen, nämlich einmal mit Bali Maharaj und dann auch mit Prahlad Maharaj. Und da haben wir nämlich in unserem heutigen Vers, den wir dran haben, eine kurze Beschreibung von Srila Prabhupada bekommen. Es ist für alle, die ein Srimad Bhagavatam im Regal haben, greift es euch heraus. Wir sind im 25. Vers des 12. Kapitels des ersten Kantos. Und wir können ja mal den Text einblenden direkt. Und ich probiere mich mal an dem Sanskrit. Hier ist erst von Bali und dann später auch von Prahlad die Rede. Tritya Bali Sama Krishne Prahlada Iva Satgraha Ahataisho Swamedhanam Prithanam Paryupa Sakaha. Und die Wort-für-Wort-Übersetzung. Dritja. An Geduld. Bali Samaha. Wie Bali Maharaj. Krishne. Zu Krishna. Prahlada. Prahlada Maharaj. Iva. Wie. Satgraha. Gewalt davon. Aharta. Durchführender. Eshaha. Dieses Kind. Ashwamedhanam. Von Ashwamedha-Opfern. Vrithanam. Der alten und erfahrenen Männer. Paryupasakaha. Nachfolger. An Geduld wird das Kind Bali Maharaj gleichen. Es wird ein unerschütterlicher geweihter Shri Krishna sein, wie Prahlad Maharaj. Es wird viele Ashwamedha-Opfer, Pferdeopfer, durchführen. Und es wird in die Fußstapfen der alten, erfahrenen Männer treten. Erläuterung von Srila Prabhupada. Bali Maharaj, einer der 12 Autoritäten im hingebungsvollen Dienst des Herrn. Bali Maharaj ist einer der großen Autoritäten im hingebungsvollen Dienst, weil er alles opferte, um den Herrn zu erfreuen, um die Verbindung mit seinem sogenannten spirituellen Meister aufgab, der ihn zunächst daran hinderte, alles für den Dienst des Herrn zu wagen. Die höchste Vollkommenheit des religiösen Lebens besteht darin, die Stufe uneingeschränkten, motivlosen, hingebungsvollen Dienst für den Herrn zu erreichen, ohne sich durch irgendeine Art weltlicher Verpflichtungen beeinträchtigen zu lassen. Bali Maharaj war entschlossen, alles für die Zufriedenstellung des Herrn aufzugeben und er kümmerte sich um kein Hindernis, ganz gleich welcher Art. Er ist der Enkel Prahlad Maharaj, einer weiteren großen Autorität im hingebungsvollen Dienst des Herrn. Die Geschichte Bali Maharaj und seine Begegnung mit Vishnu Vamana Deva wird im 8. Kanto des Srimad Bhagavatam, Kapitel 11 bis 24, ausführlich geschildert. Prahlad Maharaj ist ein vollkommener Geweihter Sri Krishnas, Vishnus. Als er nur 5 Jahre alt war, züchtigte ihn sein Vater Hiranyakashipu mit aller Strenge, weil er ein reiner Geweihter des Herrn geworden war. Er war der erste Sohn Hiranyakashipus und seine Mutter hieß Kayadu. Prahlad Maharaj ist eine Autorität im hingebungsvollen Dienst des Herrn, weil er seinen Vater von Risimhadeva töten ließ, wodurch er das Beispiel setzte, dass jedes Hindernis auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes, selbst wenn es sich dabei um den eigenen Vater handelt, überwunden werden sollte. Er hatte 4 Söhne, von denen Virokana, der älteste Sohn, der Vater des oben erwähnten Bali Maharaj ist. Die Schilderung von Prahlad das Taten findet man im 7. Kanto des Srimad Bhagavatam. Dankeschön. Und lass uns nochmal den Vers auf Deutsch lesen. An Geduld wird das Kind Bali Maharaj gleichen. Es wird ein unerschütterlicher geweihter Shri Krishna sein wie Prahlad Maharaj. Es wird viele Amaveda-Opfer,
Pferdeopfer durchführen und es wird in die Fußstapfen der alten, erfahrenen Männer treten. Dankeschön. Ja, also wir haben heute auch, kann man sagen, ob das jetzt exakt stimmt, darüber wird sicher gestritten. Ist es tatsächlich der Erscheinungstag von Lord Jesus Christ, von Jesus Christus, den ihr hier auf dem Bild seht? Oder haben die ersten römischen Kirchenväter das auf heidnische Tage übertragen? Wir wissen, dass der 21. ungefähr ist so der dunkelste Tag und dann wird es wieder heller. Und dann freut man sich, man sagt, okay, es wird zwar noch etwas kalt bleiben, aber zumindest werden die Tage vom Licht her wieder etwas länger. Und das war für die Heiden, so nannte man sie, für die Germanen und andere Völker im Norden Europas und an anderen Orten, war das ein Festtag, den sie gefeiert haben. Ja, jetzt wird es wieder etwas heller, lass uns das feiern. Und da haben die Römer, sagen Leute, einfach das Weihnachtsfest, also das Fest des Erscheinens von Jesus Christus, dann auf dieses Fest rübergestülpt. Und so wurde dann erst beides gefeiert. Und heute haben wir die germanischen Bräuche vergessen und denken in den meisten Fällen, ja, da muss der Jesus Christus erschienen sein. Das ist ja der 24. Ja, wir nehmen das mal so als gegeben hin. Heute ist der 25. In der Nacht ist er also erschienen. Und interessanterweise haben wir heute von diesen zwei Persönlichkeiten hier gehört, nämlich einmal Bali Maharaj und dann auch Prahlad Maharaj. Und beide haben im Vergleich zu Jesus Christus dieselbe Konsequenz der Hingabe zum Vorschein gebracht. Ja, die braucht man nicht viel drüber sagen, aber sollte man vielleicht heute mal sagen, weil es heute dieser Tag ist. Jesus Christus war also bereit, auch alles zu opfern für die Botschaft des hingebungsvollen Dienstes und war also sogar bereit, sein eigenes Leben dafür zu lassen. Er wurde dann ans Kreuz genagelt und ja, darüber wird sich auch gestritten in der christlichen Welt. Ist er jetzt als Leib wieder auferstanden? Oder man sagt, dass als dieser Felsen wieder vorbei weggeschoben wurde, dann war das Grab plötzlich leer. Ja, auf jeden Fall, da wollen wir heute nicht so viel drauf eingehen. Das ist dann eher was für Ostern. Aber eins ist klar, er war bereit, alles für Krishna, wir sehen es mal aus der Krishna-bewussten Perspektive, für Krishna zu opfern. Und das ist auch, was wir hier sehen bei Bali Maharaj und Prahlad Maharaj. Nämlich Bali Maharaj, der, das war auch in der vedischen Kultur, galt das als ungeheuerlich. Wie kann man denn den Anweisungen des spirituellen Meisters nicht gehorchen? Und Shukracharya, er bemerkte, dass dieser Zwerg, der da in die Opferarena hineinkam, das ist niemand anderes als Lord Vishnu, die höchste Persönlichkeit Gottes. Und wenn man sich Lord Vishnu hingibt, dann kann es passieren, dass man alles, was man in der materiellen Welt hat, dann verliert. Und Shukracharya, das war so der Priester von den Dämonen, sie waren gerade an die Macht gekommen. Sie hatten gerade die Herrschaft des Universums übernommen und hatten also Zugriff zu unbegrenzten Reichtümern. Und dieser Priester, er war also kein wirklicher spiritueller Meister, wie wir das jetzt verstehen. Aber er kannte, auch wenn er das Ganze aus einer eher dämonischen Sicht sah, er kannte die spirituellen Prinzipien und er wusste, wenn Bali Maharaj jetzt auf den Wunsch dieses Zwerges eingeht, dann
setzen sie damit alles, was sie erobert haben, aufs Spiel. Und so versuchte Shukra Acharya den Bali Maharaj noch rechtzeitig von seinem Versprechen abzubringen. Nein, dieses Versprechen solltest du ihm nicht geben, sonst kann es passieren, dass dir und somit auch uns, weil ich bin ja der Priester von den Dämonen, von dem, und du bist der König, dass wir alles verlieren. Ja, aber Bali Maharaj, er sagte, ja, ich habe das Versprechen eigentlich schon gegeben. Und das jetzt zurückziehen ist erstmal, alleine das ist schon sehr sinnvoll. Man bekommt schon dafür karmische Reaktionen, wenn man ein Versprechen nicht einhält. Und wenn es sich tatsächlich um Vishnu handelt, und das zeichnet jetzt hier den Bali Maharaj besonders aus, ja, auch wenn ich ein Dämon bin, aber wenn die höchste Persönlichkeit Gottes an mich persönlich herantritt und mich um etwas bittet, dann ist das höchste religiöse Prinzip. Und so hat er dann auf seinen Guru nicht gehört. Und das war schon ungeheuerlich. Und tatsächlich, er hat alles verloren. Innerhalb von Sekunden hat er alles verloren. Und wir kennen die Geschichte aus dem 8. Kanto. Er versprach dem Bali Maharaj 3 Schritte Land zu geben, auf Wunsch des Zwerges. Das hörte sich im ersten Moment harmlos an, jemanden 3 Schritte Land zu geben und du bist der König. Hallo, das ist fast eine Beleidigung, da möchte jemand nur 3 Schritte Land von mir. Aber mit dem ersten Schritt, wir kennen das, da gibt es die X-Achse und die Y-Achse, auch auf dem Bildschirm. Und oder auf Papier, Geometrie. Und mit dem ersten Schritt durchschritt er die X-Achse des Universums und mit dem zweiten die Y-Achse. Und so fragte er dann, ja, es ist alles jetzt abgedeckt. Was bleibt mir noch übrig für meinen dritten Schritt? Du wolltest mir 3 Schritte schenken. Ja, und Shukra Acharya, der Priester, er schüttelte nur mit dem Kopf und zog sich an den Haaren und an seinen langen weißen Bart vielleicht und sagte, nein, nein, nein. Und Bali Maharaj, er senkte dann sein Haupt und sagte, okay, dann bleibe nur noch ich und meine Seele übrig. Ich gebe dir meine Seele. So, und somit wurde dann Bali Maharaj zu einem großen Geweihten des Herrn und er gehört zu den sogenannten 12 Mahajanas. Genau wie sein Urenkel war Prahlad Maharaj. Und auch Prahlad Maharaj brachte diese hundertprozentige konsequente Hingabe zum Ausdruck. Er hörte nicht auf seinen Guru in diesem Fall, auf die hörte er auch nicht. Er hatte nämlich 2 Lehrer in der Schule, da hörte er nur so oberflächlich zu und kaum waren sie aus der Schulklasse, fing er an, den heiligen Namen zu singen. Aber er ging auch sehr weit, er hörte nicht darauf, was sein Vater sagte. Ja, und so dieser Vater. Es trug sich so zu, dass er auch der größte Dämon aller Zeiten gewesen ist, nämlich Hiranyakashipu. Und an irgendeinem Punkt riss diesem Vater, dem Herrscher des Universums und dem schlimmsten Dämon, den dieser Kosmos je gesehen hat, riss ihm der Geduldsfaden und er ordnete seinen Schergen an, Prahlad Maharaj zu töten. Und die dachten sich also die kühnsten Tötungsmethoden an, aber nichts funktionierte. Das heißt, auch Prahlad Maharaj war bereit, zum Äußersten zu gehen und seine Hingabe nicht aufzugeben, sogar in Angesicht des Todes. Und so können wir, glaube ich, hier einen schönen Vergleich zu Jesus Christus ziehen. Und auch Srila Prabhupada hat Jesus Christus als großen, reinen Gottgeweihten auch immer anerkannt. Und auch diese
diese reine Hingabe und diese aufopferungsvolle Hingabe immer sehr gewürdigt. Ja, das sind ein paar Gedanken zu diesen drei Persönlichkeiten, wenn wir sie mal in einem Atemzug erwähnen wollen. Das bietet sich heute an. Was ganz interessant ist, diese 12 Mahajanas, von denen hier ja auch geredet wird. Ich habe mal überlegt, was heißt eigentlich Mahajanas? Und Maha heißt groß und Janas, ja, wird oft als Leute übersetzt. Die 12 großen Leute. Und wir übersetzen es oft als die 12 großen Persönlichkeiten des hingebungsvollen Dienstes. Und diese beiden, Bali Maharaj und Prahlad Maharaj, die gehören dazu. Und auch der Shiva, den wir auch schon gehört haben, der auch mit Kaiser Parikshit verglichen wird, er gehört auch zu den 12 Mahajanas. Das heißt nämlich Svayambhur, Narada, Shambhur. Da werden die jetzt aufgezählt, einfach die Namen. Hört genau hin, Svayambhuva Manu, Svayambhur, Narada, Shambhu. Shambhu ist Shiva, Prahlado, Janako, Bhishmo, nee, Prahlado, Janako, sorry, Svayambhur, Narada, Shambhur, Kumara, Kapilo, Manuhu. Die Kumaras, Lord Kapila und Manu, und Svayambhu ist der Brahma. Und dann Prahlado, da haben wir ihn, Prahlado, Janako, Bhishmo, Prahlad, Janaka, der Vater Sitas, und Bhishma, den wir ja auch schon hier im ersten Kanto sehr tief kennengelernt haben. Valiya, das ist Bali, Valiya Vayasakya Vayam. Vayasaki ist Shukadeva Goswami, den wir auch kennen. Und Vayam ist der Sprecher dieses Verses, nämlich Yamaraj. Das sind also die 12 großen Leute, die 12 Mahajanas. Und Krishna sagt, es gibt viele Leute, die manchmal daherkommen und sagen, ich weiß, was die richtige Religion ist. Und ihr müsst mir jetzt alle folgen. Ich glaube, das haben wir alle schon mal irgendwo gesehen. In Amerika braucht man nur morgens am Sonntag den Fernseher einschalten und schon kommen da alle möglichen Prediger und sagen, wie man genau Religion zu verstehen hat. Aber Yamaraj, er sagt zu den Yamadutas, eigentlich ist nur einer befugt, über die wahren religiösen Prinzipien zu sprechen. Und das ist die höchste Persönlichkeit Gottes selbst. Dharman tu Sakshat Bhagavat Pranitam. Aber, und das wird dann interessant, gleich der nächste Vers sagt, aber neben der höchsten Persönlichkeit Gottes gibt es dann eben noch diese 12 großen Leute. Und die wissen auch genau, wie wir Spiritualität genau zu verstehen haben. Ja, und interessanterweise, Kaiser Parikshit wird mit vielen dieser Mahajanas verglichen. Und zu guter Letzt, was wir eben hier auch hören, ist, dass Kaiser Parikshit bereit war, alles aufzugeben zur Freude der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und das Thema hatten wir auch vorgestern, da wurden wir eingeladen, für alle, die jetzt erst das hier mithören. Wir wurden eingeladen von einer großen indischen Gemeinde in Wolfsburg, die dort bei VW und um VW herum arbeiten, dort sich niedergelassen haben und natürlich auch ihre Familien dort haben, ihre Kinder, die jetzt langsam größer werden und jetzt im Kulturkonflikt stehen. Auf der einen Seite wollen die Kinder natürlich keine Außenseiter sein. Sie wollen auch so sein wie die anderen Kinder, die deutschen Kinder. Und auf der anderen Seite möchten die Eltern natürlich auch, dass ihre Kinder weiter ihre eigene Sprache sprechen, sei es Hindi oder Marathi. Viele kommen aus Mumbai, da spricht man Marathi. Und sie wollen auch, dass
sie ihre Kultur und auch ihr spirituelles Verständnis, dass das irgendwie erhalten bleibt. Und so klingelte hier eines Tages bei uns das Telefon und man fragte uns, ey, ihr seid doch, wir haben gehört, da gibt es bei euch Prediger in der ISKCON. Wollt ihr nicht zu uns kommen, zu unserem Gita Jayanti Fest und für eine halbe, dreiviertel Stunde uns etwas über die Bhagavad Gita berichten? Und dann fragte ich, okay, das können wir gerne machen. Allerdings es war ganz kalt, minus 11 Grad. Allerdings wissen wir nicht, ob wir so ins Auto steigen können bei diesen kalten Temperaturen. Da ist uns etwas mulmig zumute. Und dann haben die sich bereit erklärt, uns abzuholen, 200 Kilometer abzuholen und am Abend wieder zurückzubringen. Und dann habe ich gefragt, was sollen wir denn genau sagen in unserem Vortrag? Habt ihr da einen besonderen Wunsch? Und der Wunsch war, ja, das Thema sollte sein, die Botschaft der Bhagavad Gita an die Jugend. An die Jugend. Und dann merkte ich schon, oh, die haben besonders vor, ihre Kinder da etwas mitzugeben. Und das Schöne war an diesem Fest, die Kinder haben ein Theaterstück über die Bhagavad Gita aufgeführt. Das Theaterstück war eigentlich nur, die saßen alle im Wohnzimmer, die Kinder, das waren ungefähr 10 Kinder. Und ein Kind sagte, oh, morgen ist Gita Jayanti und wir müssen da alle hin. Wir wollen aber viel lieber ins Kino. So, und das war, dann haben sie darüber diskutiert, sollen sie jetzt zum Gita Jayanti Fest oder sollen sie ins Kino gehen? Und am Ende haben sie sich irgendwie zusammengerauft, okay, wir gehen zum Gita Jayanti Fest. Das war das Theaterstück. So, und dann kamen wir dran. Und das Lustige war, das habe ich dann auch erzählt, also das war ein Volltreffer. Ich habe gesagt, liebe Kinder, die waren so zwischen 7 und 14, würde ich mal sagen. Ich war in den letzten 33 Jahren zweimal im Kino. Und dann haben wir alle schon gestaunt. Und zwar im Jahre 2010, Avatar Nummer 1. Und dann war ich gestern zusammen mit dem Shivatma Prabhu das zweite Mal im Kino in diesen 33 Jahren. Und ratet mal, welchen Film wir geguckt haben. Avatar Nummer 2. Und alle waren natürlich begeistert. Und darüber sind wir auch sehr froh, weil dann brauchten wir heute uns nicht die Frage zu stellen, sollen wir ins Kino gehen oder sollen wir zum Gita Jayanti festgehen? So, das war also wirklich ein Volltreffer. Wir hatten da also die Kinder auf unserer Seite. Und ja, was ich noch mal sagen wollte zu diesem Vers heute, ist, dass die Eltern wollen natürlich, dass ihre Kinder auch gut in der Schule sind, alles gut mitmachen. Das kennen wir alle. Und wir haben dann gesagt, stellt euch vor, ihr lernt alles in der Schule. Ihr lernt jetzt richtig gut Deutsch, Mathematik, dieses, jenes, Geschichte, Erdkunde. Aber am Ende eures Lebens habt ihr nicht gelernt, wer Gott ist und was eure Beziehung zu Gott ist. Hat dann all dieses Wissen, was ihr gelernt habt, hat das wirklich einen Nutzen? Und dann haben die so gegrübelt. Meinten, ja, irgendwie nicht so wirklich. Ja, so ein frommes Bewusstsein hatten sie schon. Und dann haben Shivatma und ich gefragt, stellt euch vor, ihr habt nichts in der Schule gelernt, aber ihr wisst am Ende eures Lebens, wer Gott ist und was eure Beziehung zu Gott ist. Wie sieht es dann aus? Und sagte, das sieht schon besser aus. Und dann haben wir etwas gesagt, das fanden die Eltern natürlich auch gut. Wir haben gesagt, natürlich das Beste ist eine Kombination von beidem. Wir lernen in der Schule auch fleißig mit, aber wir gehen auch zu den Gita Jayanti und die haben so
so Verskurse, die sie zusammen mit den Kindern machen. Wir lernen gleichzeitig auch etwas über das Krishna-Bewusstsein. Und so hat es auch Arjuna gemacht. Arjuna war ja kein Dummkopf, der konnte sich sehr schön ausdrücken, der konnte Bogen schießen wie kein anderer. Also er hatte auch vom materiellen Standpunkt die besten Voraussetzungen, aber er hatte gleichzeitig auch die reine Hingabe zu Krishna, wo er sogar bereit gewesen wäre, wenn es drauf ankommt, wäre er bereit gewesen, alles Materielle dafür zu opfern. Und das ist unsere Botschaft, oder das ist die Botschaft der Bhagavad Gita an die Jugend. Ja, das sind ein paar Worte von meiner Seite. Ja, lass mich kurz schauen. Hier wurde was im Chatfenster geschrieben. Sinisha, du schreibst ja etwas. Vielleicht magst du das nochmal in die Kamera reinsprechen. Ja, Hare Krishna. Also im Vers sind mir halt drei wichtige Wörter aufgefallen, so wie erstens Geduld. Und das hat ja auch immer was mit Gier zu tun im gegenüberliegenden Fall. Und die Unerschütterlichkeit, dass man sich halt nicht von äußeren Einflüssen beeinflussen lässt, indem man dann vielleicht sogar alles hinschmeißt oder so, wenn mal etwas nicht so gut läuft. Und dann natürlich auch den Fußstapfen zu folgen von großen Persönlichkeiten. Das ist ja dann auch ein Zeichen dafür, dass man wirklich Fortschritte im Krishna-Bewusstsein machen möchte und gewillt ist, da auch wirklich weiterzukommen. Und da denke ich mir, dass ich da auch selber noch sehr viel Defizite habe, aufzuweisen habe. Und deswegen fand ich diese drei Wörter oder Eigenschaften auch ja, sehr interessant und sehr wichtig. Genau, also Geduld, Unerschütterlichkeit und in die Fußstapfen großer Persönlichkeiten zu folgen. Genau, super. Sehr gut. Ja. Ja, liebe Freunde des täglichen Bhagavatams, ich würde sagen, wir treffen uns dann nochmal am Mittwoch wieder und dann machen wir eine ganz kleine, zumindest von unserer Seite, eine kleine Winterpause. Und darüber sprechen wir dann nochmal, wie wir in diesen Tagen das Bhagavatam aufrechterhalten. Ich bedanke mich an alle, die heute wieder mit dabei waren und auch nochmal einen Gruß an Krishna Chandra, der ja auch auf der Sankirtan-Liste mit drauf war. War sozusagen einer unserer Vertreter hier. Hari Bol. Und wir können ja zum Abschluss nochmal den Hare Krishna Maha Mantra singen. Und hier ist nochmal der Shivatma Prabhu, ein bisschen tiefer. Da, Hare Krishna, der hat ganz toll Jayaratha Madhava gesungen bei unserem Gita Jayanti Fest und die Herzen zum Schmelzen gebracht. Okay, dann würde ich sagen: I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hare, etwas tiefer. Hare Krishna, Hare Krishna. Hört man die Ukulele überhaupt? Ja. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Jesus Christ, Ki Jai, Jai. Ki Jai, Jai. Oda Premanandi, Hari Hari Bo. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Hare Krishna and a Happy New Year. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains, our Lord Jesus Christ is born. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.